Na, wieder einer zum Trainieren. So, ich habe jetzt alle Eier. Klingt komisch. Also müsste ich jetzt theoretisch nichts Tolles damit anfangen. New ladders have appeared. Da und da. So, ist ja nicht so, als ob wir, als ob mich das mit den Leitern und den Händen langsam nervt. Eigentlich sollten mittlerweile schon 4 oder 5 Squads hier reingelatscht sein. Ich meine, für was habe ich die Fallen aufgestellt? Wenn Kaisau kommt. Hm? Ich habe nur jede Menge Schamanen. Ich finde es allerdings komisch hier in der Beschreibung von dem Teil. Oh, good news! Our minions have found the password. It's Pemkin. The elven word for bearded old farts, I might have guessed. The last of the shamans was so impressed with our strength that he decided to join us. Anyhow, the way to King Shonan's cellar lies open. Destroy his strategy room completely and I'm sure that the king will seek you out personally. Jo, wir haben einen übelst mächtigen Schaman gekriegt. Brauchen wir jetzt allerdings im Augenblick nicht so wirklich. Wir brauchen nur Truppen zum Moschen. Way, mal ein Fernkämpfer. Hallo Zauberer. Hier, Blitz für dich. Erika ist noch am Leben. So, sehr schön. Hebel ziehen, ja oder nein? Ziehen wir einfach mal. Mal sehen, was passiert. Don't kill me, please. Don't kill me. Don't turn me into anything unnatural. Hey, Oscar! Come look! Dude looks like a lady! Let me live and I'll give you something nice. I have a wife and 3 kids. A wife and 3 kids? Oh yeah, that's nice. Gimme, gimme, gimme. For heaven's sake, I'm a father of 5. Don't kill me. There's so much I still need to do in this world. Think of the children. There are 12 tiny toddlers depending on me. Don't kill me. We'll see about that. Who are you? Oh, a fellow gentleman. Oh, how wonderful. I am no one special. My name is Lagbor Deleva, simply a traveling bard, spreading the word of peace, love, and understanding to the far reaches of Ardania. Really? And how is that working for you? I would assume it wasn't peace and love that made you end up in that cell. As a matter of fact, it kind of was. I sang some songs on that note at the king's banquet the other night. Seems he isn't too fond of being told it's groovy to be nice. but you are, I'm sure. Behind those black robes, cold eyes, and ghastly embellishments, I sense the presence of a true humanitarian, filled with a desire to do miracles of goodness. I'm beginning to understand the actions of my former ally. The Toonsmith says he's good. I say we eat him. Steer yourself, Deathslayer. You said something about a price for setting you free? For sure, just don't kill me. My family is rich. You can have gold as much as you like. Or better yet, I can be your personal poet for, let's say, a month? How about I feed you to my minions? No, wait, I have it. You're the sort of guy who has a thing for gruesome contraptions, yes? Let me live, and I'll tell you about a huntsman I heard of the other night. He's said to possess the most devious mind for crafting deadly traps. I'm sure you can get your hands on the schematics. Well,
All right, sounds like a fair deal, I suppose. Come with me. We'll let my Death Slayer get on with the slaughtering of intrepid heroes while you show me the location of this huntsman. Hey, Death Slayer, I have marked the location of that huntsman fellow on the world map. You should go check it out. Oh, and I took the opportunity to question the singer for news from Ardania. According to him, all is peaceful and calm in the realm. Everyone is getting along just fine, and the sovereign is getting fatter and fatter on fried potatoes, sugar chip cookies, and curly cheese thingies. The kingdom is overripe and ready to be plucked. Jo, also wir haben einen mädchenhaften Baden befreit, den wir essen wollten. Und der hat uns netterweise gesagt, wo wir Fallen finden. Juhu. Ich glaube, ich ziehe erstmal die Truppen zurück, während wir auf dem Überfall sind. Und dann gucken wir mal hier rein. Oh, eine Bogenschützin und ein Krieger. Mit dem kommen wir eigentlich klar. Schade, ich dachte, ich könnte den Befehle geben. Ah ja, mit denen dürften wir eigentlich ganz gut klarkommen. Die Bogenschütze ist schon mal tot. Fehlt noch der Krieger. So, geschafft. Ihr geht währenddessen mal essen. Und wir haben viel zu viele kostenlose Einheiten. Ich glaube, wir sind fast am Cap. Erhöht Arbeitermaximum und erhöht Fallenanzahl. Na gut, wir könnten noch zwei Fallen platzieren. Ich bin eigentlich dafür, dass wir das mal machen. Ich würde sagen, hier eine Pfeilfalle und eine Teergrube ganz ans Ende. So, ihr geht auch mal futtern. Dann porten wir uns wieder hier rein. You have reached your maximum population. Oh, meine Bevölkerungsmaximum ist erreicht. Das ist ein neuer Priester, oder? Jo, du bist ein Priester. Ich habe definitiv zu viele überschüssige Truppen hier. Und der Fallgang sieht mal übel aus. Teerfalle. Ist auch cool, dass ich mir die so ansehen kann. Teerfalle, da ist eine Pfeilfalle. Jo. Ja, das ist so eine Feuerballfalle. Das da ist die Pfeilfalle. Obwohl, das da müsste die Pfeilfalle sein. Egal. Wir gehen jetzt weiter töten. Das ist nämlich Imp-Arbeit. Töten, draufhauen, noch mehr töten. Und wir haben insgesamt auch alle Forschung bis jetzt freigeschalten. Es gibt auch nicht mehr gerade viel, was wir machen könnten. Einheiten beschwören könnten wir noch, aber dafür haben wir genug, nicht mehr genug Bevölkerungslimit. Wow, hier ist aber eine ordentliche Anzahl an Helden. Wow, die uns auch ordentlich klopft. Ich denke mal, ich hole mir gleich ein bisschen Verstärkung für die Truppen.
Gott. So leicht kriegt man das Bevölkerungslimit wieder leer. So, zerstören wir hier die strategisch wichtigen Sachen. Dadurch dürften wir den Held eigentlich, den König rauslocken. So, töte den König. Der steht hier bereit. Ist wahrscheinlich mal wieder ein Bossgegner. Könnte also lustig werden. So, tot den Gegnern. Explosionsfässer. Nicht so schön. Klopp den. Oh, da fängt gleich Herz an zu explodieren. Morgen. Okay, die wurden gerade alle gefiert irgendwie. Aber mit den Lebenspunkten sieht es gleich so schlecht aus. Oh, Furcht. Ah ja. Die Hexenmeisterin, die schießt wirklich mit ihrem Schädel in Wirklichkeit. Das ist ja cool. So, wie sieht es mit meinen Truppen aus? Oh, wir machen Verluste. Aber ich denke mal, das reißen wir noch so rum. Ja, sehr schön. Au. Yes, we did it! I must say, you were pretty crafty the way you ordered our minions around like little murderous marionettes. You're a true master of puppets, Deathslayer. And I was, of course, magnificent. I've always known that my brain is out of this world. Pipe down, or I'll pluck that brain out of your skull. And you know what? My minions salvaged a document from the strategy room to make this victory even sweeter. It describes the rumored whereabouts of a powerful magical artifact. The location is along our path, so we'll simply make a quick stop along the way. You're doing great, Deathslayer. Keep up the gory work. Jo, wieder eine Mission abgeschlossen. Ich weiß halt nicht, wie viele Missionen es wirklich gibt. Baldrude 0 erreichte Dungeon Stufe 5. Getötete Gegner 86. Sehr viele XP, Bonus-XP vor allem. So, das heißt, ein weiterer Punkt für uns. Die Trefferwahrscheinlichkeit wird erhöht. Lebenspunkteentzug, das ist nice. Das machen wir mal. Jetzt sieht Baal noch ein bisschen böse aus. So, wir sind in Kapitel 1, Akt 4. Auf der Reise aus dem Norden zu eurem zukünftigen Königreich legt ihr unterwegs einen kurzen Halt ein, um euch ein mächtiges Artefakt zu sichern, das ihr zur Ausführung eures Plans benötigt. Jo, alle anderen haben wir bereits abgeschlossen. Hier. Schwierigkeit normal, Schwierigkeit schwer, sehr schwer, normal eigentlich. Zufällige Leitern, feste Leitern, keine Leitern. Ich frage mich wirklich, was passiert, wenn ich auf keine Leitern stelle, ob sie dann endlich durch den Heldeneingang kommen. Werden wir ja sehen. Wie viel brauche ich für das nächste Level ab? Bum, bum, bum. 725. Das dürfte ja leicht zu kriegen sein.